Ja, jetzt befinden wir uns in der Produktionshalle von MOD 21. Das ist unser Abbundzentrum, das heißt der Platz, wo die Holzbalken für die Rahmenkonstruktion der Wände hergestellt werden. Der Balken wird auf das Band gelegt, weiter transportiert und von der Maschine nach innen gezogen. In der Kabine, die wir hier sehen, befindet sich ein Werkzeugwechsler mit 5-Achs-Technologie zum Fräsen, Sägen und Bohren. Die Balken, die aus der Maschine kommen, werden mit einem Etikett versehen, damit sie später im Produktionsprozess identifiziert werden können. Hier befinden sich die Regelwerkstationen für die Herstellung der Rahmenkonstruktion. Das ist der Schritt im Fertigungsprozess, wo bereits die erste Wand in Form eines Rahmens gebildet wird. Sobald die Querbalken zwischen den Längsbalken positioniert und über die Bolzen zentriert würde, wird die Nagelpistole in der Maschine aktiviert und verbinden die Balken nach und nach zu einem fertigen Rahmen. Der fertige Rahmen kommt auf unseren Montagetisch an. In dieser Phase wird die Dampfsperre als Teil der Isolierung auf der Wand befestigt und erste Vorinstallationen wie zum Beispiel Elektro-Leerrohre montiert. Dann fährt die Wand unter unsere multifunktionale Brücke, die zunächst die Platten auf dem Holzrahmen befestigt. Anschließend werden von der gleichen Maschine die Fenster- und Türöffnungen ausgeschnitten, die Öffnungen für die Installationen vorgebohrt bzw. gefräst. Jetzt wird die Dämmung eingebracht und weitere Installationen in der Wand formatiert. So, jetzt befinden wir uns im Lager der Wände. Hier warten die Wände auf den Einbau von Fenstern. Die Montage wird mit Hilfe von einem Vakuumheber durchgeführt. Und wie Sie schon an allen anderen Stationen gesehen haben, die meisten Arbeiten werden mit Hilfe von pneumatischen Werkzeugen durchgeführt. So, und unsere zweite Linie, die Linie für Böden und Decken. Der gleiche Produktionsprozess wiederholt sich. Quer- und Längsbalken schneiden, Holzrahmenbau, verbindende Balken, Isolierung, Dämmung, Aussparungen, Beplankung, alles nach Vorgaben des Kunden. Und jetzt die letzte Stufe. Man muss nur die Wände, Decken und Boden zusammenbauen. Und so entsteht so ein schönes Modul.